Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3 mit Herzog Liudolf von Marburg, Herzog von Hessen und seiner Familie. Hier vor allem sein Sohn und derzeitiger Erbe Friedrich. Und was Liudolf noch alles erleben wird, das sehen wir jetzt. Ich muss gerade überlegen, was ist zuletzt passiert. Nicht mehr viel, wir sind auf jeden Fall wieder im Frieden. Haben einige Ansprüche. Das Problem ist, ich weiß noch nicht, warum ich diese Ansprüche durchsetzen sollte. Was mich das nicht interessiert, kann ich. Ne, ich kann nur Ansprüche. Schade, ich würde. Also ich frage mich, ob ich hier quasi eigentlich mal den. Einfach nur den Königstitel von ihm übernehmen kann. Naja, schauen wir mal. Das gleiche überlege ich ja immer noch. Ach ja, müssen wir auf Verona abwarten. Ja, wir machen einfach mal weiter. Direkt. Gucken, was geht. Warum eigentlich die? Ach, die ist unzüchtig. Ist die nicht schon... Gott. 73. Ich glaube, das ist durch. Da müssen wir niemanden mehr verhaften. Aber was wir machen könnten, wäre... Oh, Graf Michael wurde beeinflusst. Das ist schön. Da gucken wir gleich mal nach. Was ist das für eine Haltung? Inspiration. Spät auf. An der Wirkungsstätte von Drude spielt Zeit keine Rolle. Wir trinken Wein, während wir angeregt das Werk besprechen, das sie für mich schafft. Lamellenpanzer. Bilde ich mir das nur ein oder herrschte eine gewisse Spannung zwischen uns? Es ist schon spät geworden, als meine Rüstungsmacherin ihr Werkzeug beiseite legt, einen tiefen Schluck aus ihrem Kelch nimmt und wissend lächelt. Ist sie etwa... Ich kann nicht bestreiten, dass sich etwas in mir regt. Mein Herz schlägt schneller und ich halte sie in den Armen, während sich ihre Arme auch um mich schlingen. Was geschieht hier? Ich kann dir sagen, was hier nicht geschieht. Du bist schüchtern, mein Guter. Hier passiert gar nichts. Und gefühllos. Ja, ich finde, wenn wir... Das alles spricht gegen das, was hier gerade passiert. Ich glaube auch noch nicht, dass die schon in seinen Armen ist. Ehebruch ist eine Sünde. Ich glaube nicht, dass das was passiert. Aber ich glaube... Nee. Wie könnt ihr es wagen... Nee, nein, ich kann nicht, beziehungsweise ich will ich nicht. Ich finde es ein bisschen schade, weil das war jetzt eigentlich alles keine Antworten, die so richtig auf den Charakter gepasst haben, aber auf jeden Fall machen wir das nicht, das ist ganz klar. Genau, ich wollte nur mal schnell nachschauen, Vasallen. Welche Vasallen gibt es denn da gerade, die mich noch nicht so cool finden? Das sind vor allem drei und hier Baronin Ute und die versuche ich doch von mir zu überzeugen. Genau. Und bauen, habe ich gesagt. Bauen können wir auch immer. Oh Gott, wird das teuer. Hier ist ein Frankfurt, wird gerade gebaut. Das ist immer so. Na gut. Dann... Damit ist das ganze Geld wieder weg. Herzog Philibert hat einen Krieg gewonnen. Gegen Baron Ladislav von Verona. Oh, Tiroler Anspruch auf Grafschaft. Warte kurz. Herzog Philibert von Tirol hat einen Krieg gewonnen. Und zwar gegen Baron Ladislav von Verona. Und damit ist Trent jetzt teilweise. Okay, ja, doch. Das ist ja genau das Ergebnis, mit dem wir gerechnet haben. Ernst. Oh ja, oh. Ein Albino. Aber ja. Ja, Ernst. Hallo. Mögest du weise und stark und was auch immer alles werden. Da ein guter Punkt. Ach, der Friedrich ist auch reizlos. Ich hatte gehofft, dass er schön wird. Nein, er ist reizlos. Bitter. Oh, krankes Kindbett. Alle Kinder weinen, doch bei Ernst hören die Tränen gar nicht mehr auf. Ich hoffe so sehr darauf, dass die Hebamme meine Sorgen lindert. Aber ihre in Falten gelegte Stirn macht alles nur schlimmer. Euer kleiner Spatz nimmt nicht zu, wie er sollte. Wir werden uns gut um ihn kümmern, doch am Ende liegt sein Leben in der Hand von Gott. Beruhige dich doch, Ernst. Bitte, hör auf zu weinen. Oh mein Gott, er weint die ganze Zeit. Nun gut, er ist kränklich. Das wird sich bestimmt noch rauswachsen. Oh, verfügbares Dynastievermächtnis. Jetzt natürlich spannend. Was machen wir? Was nehmen wir? Ich hätte ja sehr Lust auf das da hier. Und muss jetzt überlegen, ist das auch etwas, was Liudolf machen würde? Sippe, große, fähige Familien, deren Mitglieder einander helfen, unterstützen. Fruchtbarkeit. Das ist eigentlich das, was jetzt... Wohl, er ist... Ruhm? Ha.
Gebräuche, Kriegskunstgesetz, nee, das alles nicht. Ja, Gesetz vielleicht. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Blut. Finde ich voll praktisch, aber. Nee, Ruhm ist, glaube ich. Oder Sippe. Also, er ist gefühllos. Er ist schüchtern. Und ein hervorragender Diplomat. Aber auch ein guter Verwalter derzeit. Ja. Wie mache ich das denn jetzt? Sippe Ruhm? Das bringt mir ja gar nichts. Ruhm. Nee. Ich glaube tatsächlich, er nimmt das da hier. Oh, ein bisschen langweilig, aber das ist okay. Sieht schön aus. Okay. Ja, hätte ich irgendwie Blut genommen oder so, wäre vielleicht dieses furchtbare Reizlos irgendwann mal weggegangen. Verdacht von Hexerei. Blutverschmierte Gewänder, Rabenfedern, seltsam riechendes Gebräu. Dies wird mir von einer Gruppe Dorfbewohner aus Frankfurt vorgelegt als Beweis, dass Wilhelmina in ihrer Hütte am Rand des Dorfes Hexerei praktiziert. Laut den Dorfbewohnern sind ihre finsteren Praktiken schuld an bösen Ereignissen im Dorf und sie fordern, dass sie hingerichtet wird. Ja, ich bin da ja sehr gefühllos bei der ganzen Sache. Maßvoll, schüchtern. Ich habe auch gesagt, ein bisschen mehr auf die Frau achten. Religiöse Eiferer. Ja, okay, dann. Ich denke, sie wird einfach verbrannt. So, und das ist Gräfin Cecilia. Und was hab ich? Ach so, das gehört ihr, sagt sie. Nö, das gehört nicht dir. Nö. Stimmt einfach nicht. Ja, nur weil die aus dem Haus Marburg kommt. Die ist nicht mehr richtig nah mit mir verwandt, oder? Nee. Und das hat jetzt aber richtig Weigerung. Wow, das hat richtig reingehämmert. Ist mir doch egal. Die kann mir gar nichts. So, Klingenberg hat die Aufgabe Kulturfördern in Mainz beendet. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr Hessen haben. Ist schon alles hessisch? Jawohl. Ach, hier sind Sachsen. Ja, dann. Hier sind's. Mach mal hier noch, ne? Weil hier sitzen immerhin Marburger. Ich finde, das könnten wir vielleicht auch noch machen. Ist jetzt, glaube ich, historisch aber auch gar nicht so korrekt, zu viel Kultur zu fördern. Ne, dann machen wir das nicht. Gucken wir jetzt auch mal ein bisschen mehr. Was gibt's denn noch? Warte kurz. Kulturakzeptanz wäre eigentlich auch nicht schlecht. Entwicklung in Gemeinde. Oder Geld. Gib mal ein bisschen mehr Geld. So, Inspiration verwirklicht. Mein Fürst, ruft meine begünstigte Trude und winkt mich zu einem überdachten Rüstungsstand hinüber. Sie bemüht sich um ein professionelles Auftreten, doch ich kann das Feuer in ihren Augen sehen, als sie mir mitteilt, dass ihre Arbeit vollendet ist. Mit einem Schwung reißt sie die Stoffabdeckung weg und meine Augen werden groß. Die Rüstung besteht aus Hartlederplatten, die fein durch Schnüre aus Leinenstoff verbunden wurden, während man Futter und Verzierungen aus feinem Wolle schneiderte. Zu diesem Satz gehören ein Lamellenhelm mit dekorativem Busch und eine Helmbrünne. An der ganzen Rüstung hat man feine Einkerbungen vorgenommen, um die Wirkung des Materials herauszustellen. Es ist gewöhnlich, aber prächtig. Na, wir gucken uns das auf jeden Fall schnell an. Wir haben hier Rudolfs Panzer, Kampfgeschick plus 2, Prestige plus 0,1 und Ritter-Effektivität. Und hier haben wir Kampfgeschick plus 1, Prestige auch 0,10, aber Verletzungswiderstand, Kampfgeschick. Puh, der ist ja gar nicht so gut. Wir rüsten ihn natürlich aus, weil wir haben ihn sozusagen bestellt. Es wäre jetzt nicht, aber es wäre jetzt nicht in Ordnung, den nicht zu tragen. Lamellenpanzer. Herzog Liudolfs. So. Jawohl, immerhin. Frankfurt, mach mal noch einen Kassel. Noch. Guck, da könnten wir eigentlich das da hier machen. Sehr schön. Oh, eine Fraktion. Und zwar Pavel von Ostfranken auf den reichsrömischen Thron bringen. Ein heranwachsender Herrscher. Es ist unglaublich, wie viele Meinungen und Bedürfnisse mein Sohn und Erbe Friedrich hat. Meistens will er mir sogar sagen, was ich zu tun habe, anstatt andersherum. Überragend oder nervtötend. Ein schmaler Grat. Er wird herrisch. Aber Friedrich von Marburg hat seine Verwaltung um 3 erhöht, zur Herrschaft erzogen. Es gibt aber auch zusätzliche Steuern und, das gucken wir uns mal kurz an, Prinz Pavel, der ist Piasten, Würzburger. Ah, okay.
Er ist Herzog in Ostfranken und Graf von Würzburg. Gibt's das mal wieder? Interessant. Ja, dann schauen wir mal, was da passiert. Ich denke aber nicht, dass das Erfolg haben wird. Ich meine, die haben sich doch jetzt einigermaßen stabilisiert, die Kaiser. Ja, wer ist ja. Oh, Tirol. Tirol und Ostfranken? Ja, doch. Herzog Kliment von Angria hat einen Krieg gewonnen, nämlich gegen Friesland, Anspruch auf Grafschaft von Ostfriesland. Da schau her. Also hier gibt es auch wieder so ein paar kleine Gebietsverschiebungen oder Grenzverschiebungen. Aber ansonsten ist hier jetzt gar nicht so viel zu benennen. Beeinflussen Komplimente. Meine Vasallin Baronin Ute soll empfänglicher für meine Versuche werden, mich hier anzunähern. Ja, das können wir machen. Ich bin ja ein Diplomat, deswegen möchte ich. Was kann ich denn? Sie ist schüchtern, arrogant und gefühllos. Knausriger Buchhalter, Pilger. Und als Pilgerin, ja gut, da kann ich ja nur ihren unerschütterlichen Glauben loben. Und es hat funktioniert. Die Briefe waren ein Quell der Freude. Gut, ja, dann werden wir das aber an dieser Stelle abbrechen und tatsächlich jetzt doch wieder auf die Gräfin hier gehen und ein bisschen versuchen, die Wogen zu glätten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Hast du schon einen Schwerpunkt? Nein. Dann gebe ich dir jetzt Verwaltung. Ich weiß gar nicht, ich habe gesagt, ich mache das ja nicht mehr. Ach, egal. Es ist noch nicht ganz konsequent, wie ich das hier regel. Beim anderen kann ich es ja einfach mal geschehen lassen. Mal gucken, was der sich dann aussucht. Aber wichtiger ist, hier wird immer noch gebaut. Richtig? Gut. Welche Provinzen habe ich jetzt wirklich vor zu behalten? Wiesbaden? Eigentlich ja. Können wir mal das da hier bauen. Leere Drohungen. Mein Ratsspitzel ließ den Priester vorführen, um ein großes Komplott zu enthüllen und darüber zu urteilen. Doch als der Priester sich weigerte, ein Geständnis abzulegen, hatte Gräfin Frieda keinerlei Beweise, um ihre Anschuldigungen zu stützen oder zu untermauern. Ja, was soll ich sagen? Stellt mich doch nicht so bloß. Mensch, Mensch, Mensch. Hier, Gräfin Adleta von Nassau. Ach so, wechselt er von Sächsisch zu Hessisch. Genauso muss es sein. Hervorragend. Ich habe jetzt gerade gar nicht irgendwie auf dem Schirm, was ich hier noch groß machen kann. Wir können mal ganz schnell schauen. Kriege erklären, wie gesagt, haben wir noch Anspruch auf Herzogtum von Bayern. Sehr interessant. Wir könnten auch. Ah, für Balderich könnten wir Württemberg holen. Auch interessant. Dann für die Frau, wie gesagt, noch Verona. Schwer im Überlegen. Wäre cool, würde ich gerne machen. Und natürlich hier noch Trier. Ja, warum eigentlich nicht? Wie geht's dem denn? Sehr gut eigentlich gerade. Und gegen wen bist du im Krieg? Geltischer Anspruch auf Grafschaft von Berg. Ach, dann lassen wir den mal eine Weile kämpfen. Warten wir doch einfach mal ab, was hier passiert. Oh, Adela von Marburg kann jetzt Prinz Tibaldo heiraten. Ja, natürlich gerne doch. Ausgezeichnet. Jetzt bin ich gespannt. Also hier sind 6000 Lothringer, sehe ich das richtig? Ja. Die jagen jetzt die Würzburger, bitte mal die Ostfranken. Da bin ich mal gespannt, was hier passiert. Meinung Ratsmitglieder plus 20, Vasallenaufgebot, Beitrag machen wir mal das da hier. Wenn wir doch in den Krieg gehen, dann wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Mal gucken, was dann die Truppenstärke gleich sagt. Ja, doch. Ich lade euch hiermit zu einem Festmahl an meinen Hof in Prag ein, sagt der Kaiser. Ja, und in diesem Fall widerwillig. Das ist richtig. Nehme ich die Einladung an. Meine Frau möchte unbedingt zum Kaiser an den Hof kommen. Ja, deswegen machen wir es. Kaiser Spitko begrüßt uns alle zu dem Fest, zu dem wir so großzügig eingeladen wurden. Na, hoffentlich lohnt sich das. Etwas missmutig sitze ich da allein in meiner Ecke. Was wie ein gewöhnliches Festmahl begann, wurde dank der Anwesenheit von Herzog Hadmar ein herausragender Anlass. Wir unterhielten uns den ganzen Abend lang über alle möglichen Dinge und wie es der Zufall so wollte, entdeckten wir allerlei Gemeinsamkeiten. Ich hatte so viel Spaß mit ihm. Ja, das ist doch schön. Ich denke auch, also nur weil ich schüchtern bin, wenn erstmal mich jemand anspricht, ja dann. Dann rede ich natürlich auch mit dieser Person. Das ist doch schön. Wo ist denn der hier? Da, Steiermark. Okay. Festmahl, der Boden des Kruges. Hörte ich da gerade, wie ein leerer Krug auf den Tisch abgesetzt wird? Kaiser Spitko
muss magische Ohren haben, wenn er außer dem Lärm in der großen Halle überhaupt etwas hören kann. Mehr Wein, niemand soll Durst leiden. Ah ja. Hab dank meinem Lehnsherr könnte ich sagen, ich hätte die Chance auf Trunkenbold, aber ich erhalte Anspannung, weil ich eifrige Frohnatur maßvoll und schüchtern bin. Eigentlich wahrscheinlich. Die Frohnatur würde eigentlich dafür sprechen, allerdings die anderen beiden, das ist wahrscheinlich was schwerer wiegt. Ich glaube, ich habe genug, danke. Mager mich ein bisschen weniger. Ich entschuldige mich und verschwinde in der Menge. Das mache ich. Da verliere ich Anspannung, weil ich schüchtern und einsiedlerisch bin. Ne, er verliert ein bisschen Meinung jetzt erst von mir, aber ich mache mich so ein bisschen rar. Das sage ich okay. Oh. Auf der einen Seite gerade nicht mehr von Anspannung übermannt und jetzt ist Ernst tatsächlich verstorben. Er war doch zu kränklich, als dass ihm ein langes Leben beschieden wurde. Das ist natürlich traurig. Der Speichellecker. Der Tiroler. Die Gerüchte, die darüber umgehen, dass Herzog Philibert versucht, die Gunst von Kaiser Spitgut zu erlangen, bestätigten sich, als er ihm ein Geschenk überreicht. Hochverehrter Cousin, es ist so wunderbar, euch wiederzusehen. In dem Wissen, dass ich euch hier treffen würde, habe ich euch diesen sagenhaften Pelz als Zeichen meiner Wertschätzung mitgebracht. Kaiser Spitgut grinst, während er sich das Fell ansieht. Als ich sehe, wie glücklich er über dieses Geschenk ist, wird mir klar, dass ich diese Gelegenheit verpassen könnte, mein Ansehen bei ihm zu verbessern. Ich habe auch ein Geschenk für euch. Mache ich das? Wird die Eigentümer des Artefakts Krone der Marburger Dynastie? So sieht's aus. Ein Trinkspruch? Nein, das mache ich auf keinen Fall. Weil ich auch schüchtern bin. Verschüttet euren Trunk über den geschenkten Pelz und behauptet, dass es ein Unfall war? Nee, das bin ich auch nicht. Kein Grund zur Eile, ich überlege mir ein andermal etwas. Ja. Zurück nach Hause. Was für ein Festmahl. Vor meiner Ankunft saß meine Kleidung locker und lässig und nun stolper ich regelrecht aus den Hallen von Kaiser Spitgut, richtig angeschwollen vor lauter gutem Essen und Heiterkeit. Es wird mir schwer fallen, dieses Festmahl je zu vergessen. Ja gut, auf der einen Seite bin ich froh, auf der anderen Seite Anspannung, weil ich schüchtern bin, aber ich bin ja auch irgendwie auch eine Frohnatur. Ich bin da irgendwie sehr zwiegespalten, ganz offensichtlich. Aber der Kaiser mag mich mehr und das ist gut, darauf kommt es an. Ein Ratschlag. Ich schlendere durch die Marktstände von Frankfurt und eine schwere Geldbörse zieht meinen Gürtel nach unten. Wie setze ich diese Münzen am besten ein? Ich bewundere die Waren eines örtlichen Schmieds. Guter Stahl ist eine solide Investition, als mein Ratsverwalter Graf Adelhard plötzlich an meiner Seite steht. Darf ich euch einen Ratschlag geben, mein Lehnsherr? Seht euch den Stand des Bildhauers dort drüben an. Seine Waren mögen einfach sein, aber das Potenzial ist überwältigend. Ich investiere in die Schmiede. Armeegoldunterhalt. Oh. Oder in die Bildhauerwerkstatt. Da gibt es hier auch Frömmigkeit. Oder schnelle Gewinne. Nö, ich glaube, ich bleibe bei der Schmiede. Die gefällt mir. So, mit dieser letzten Entscheidung zur Schmiede beende ich diese Folge. Jetzt nicht so viel passiert. Wir bereiten aber vielleicht so ein bisschen doch einen Krieg mal vor. Dann geht es das nächste Mal in den Kampf. Und ja, hoffentlich bekomme ich noch ein paar Kinder, weil gerade jetzt ein Sohn ist mir in einer Zeit, wo ich endlich mal mehr Kinder haben kann, doch zu wenig. Wir werden sehen, vielleicht kommt noch mal ein bisschen was. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.